Was? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Smoke and Mirrors. Was war das? Eine Art Club? Oh nein. Hier stimmte etwas absolut nicht. Okay, wir müssen also zwischen den wandernden Lichtern jetzt hin und her uns bewegen. Na gut, das ist ja jetzt nicht so kompliziert. Dieser Buchstabe sollte hilfreich sein. Ich wusste nur nicht wie. Es ergab keinen Sinn. War das real oder würde ich aufwachen? Okay, ich wandere einfach mal gleich durch die Dunkelheit hier. Scheint ja nicht so schlimm zu sein, wenn wir mal kurz in der Dunkelheit sind. Der Zündschlüssel war noch da. Ich konnte das Licht einschalten. Wer bin ich? Ah, okay, wir können also den Buchstaben jetzt irgendwo hier hinlegen. Dieses Zeichen war für mich gedacht. Jemand wollte mich führen. Sollen wir es dann vielleicht hier hinlegen, gegenüber dem Süden? Nee. Warte mal, Süden, Osten. Dann wäre der Norden theoretischerweise hier, in die Richtung, außerhalb des Dings wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wir können es erstmal behalten und schauen uns erstmal kurz dort um, wo wir jetzt Licht gemacht haben. Ach nee, Mist, das führt uns ja nicht weiter, da kommen wir ja gar nicht hin so richtig. Nein. Oh Mist, jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder zurückfinden. Okay, es geht. Können wir das S untersuchen? Teile eines Rätsels? Die Hinweise verdichteten sich und ich musste nachdenken. Ich musste nachdenken. Okay, wir müssen also mehrere Buchstaben legen. Dieses Zeichen war auch für mich gedacht. Jemand wollte mich führen. Okay. Die Frage ist, was müssen wir machen? Wir können jetzt irgendwie hier die Buchstaben hinlegen, die wir haben. Ja, die können überall hin. Ich weiß nicht, ob damit jetzt Nord-Ost-Süd gemeint ist oder ob wir irgendein Namensfragment oder so vielleicht erzeugen sollen damit. Wäre ja alles denkbar. Haben wir vielleicht noch... Warte mal, wer bin ich? Ja, das weiß ich auch nicht, wer du bist. Uns wurde nie ein Name gesagt. Das E können wir jedenfalls nicht bewegen. Ich versuche gerade mal einfach... Wir haben ja auch nicht mehr Buchstaben als die, die wir jetzt haben. Vielleicht finden wir auch noch irgendwie drei Buchstaben. Könnte ja auch sein. Ich lege erstmal die hier hin. Und schau mich noch mal kurz da drüben mit um. Denn da oben leuchtet auch noch was. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, hier. Vielleicht ist ja auch in den beweglichen Abschnitten noch irgendwo was, was wir mitnehmen können. Das nicht, okay. Ja, ich bin ja schon wieder im Licht. Schauen wir mal das da drüben an. Ah!
Jemand hatte viel Zeit damit verbracht, diese Buchstaben auszuschneiden, und es war kein Spiel. Haben wir hier sonst noch was? Eine blutige Schere lag auf dem Tisch. Dieser Buchstabe sollte hilfreich sein. Ich wusste nur nicht wie. Okay, jetzt haben wir genug Buchstaben, um auf jedes X einen zu legen. Und dann müssen wir halt mal schauen, was für einen Namen wir legen können. Ich weiß nicht, wo wir sind, ehrlich gesagt. Ah, da. Okay. Puh. Glück gehabt. So. Schauen wir doch mal. Was haben... Ach, Selina müssen wir legen. Okay, ich sehe es schon. Gib mal her den Buchstaben hier. Gut. Nein, du solltest noch nicht das A legen. Och, nee. Gut, das L passt. Das S muss jetzt vorne hin. Okay. Ist auch interessant, dass er die gleich austauscht. So. Jetzt können wir ja einfach einen nach dem anderen abgehen. Die sind ja schon in der richtigen Reihenfolge, so wie wir sie jetzt haben. Und dann bin ich mal gespannt, was das hier eigentlich für eine Art Traum ist. Selina. Wohin willst du uns führen? Was brauchst du von uns? Help me! Wie? For an instant, I thought I was lying in a bar. That Selina was just a dream born from a whiskey bottle. But no whiskey would send you this kind of angel. She was watching over me. Und wir sind wieder zurück im Anwesen. Der Stecker steckt. Gut. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir drüben auch Licht machen. Ich würde sagen, wir machen das auch erstmal und erkunden den Raum hier später. Oh Gott. War das ja schon immer so finster? Hier liegen ja jetzt auch die Buchstaben auf dem Boden rum. Irgendetwas sagte mir, dass das nicht von einem Kind stammte. Waren die ja vorher auch schon? So, auf jeden Fall können wir hier jetzt erstmal anmachen. Der Schalter funktionierte nicht, ernsthaft? Oh, Leute. Auf jeden Fall erstmal wieder die Kerze anmachen hier. Damit wir zumindest schon mal einen brennenden Rückzugsort haben, sozusagen. Oh! Du dumme Kuh! Wie du mich nervst! Okay, ist hier noch irgendein Problem mit dem Kabel? Ja, das Kabel sah wie eine Schlange aus, wunderschön. Aber warum geht es nicht, ist die Frage. Was ist das Problem? Mist. The press clippings were all referring to the Black Lake Wolf, some serial killer going after women in the area. Na toll. Okay, ich darf nicht so sehr in die Ecke gehen da drüben. Die Figur mit der Lampe hatte mal eine Glühbirne gehalten. Wir brauchen eine Glühbirne. Nur eine Glühbirne. Die Bürotür wurde von einem dieser seelenlosen Körper bewacht, die die Luft mit fauligem Staub erfüllten. Meine einzige Chance zur Flucht war die Lampe ohne Glühbirne. Das Schicksal hatte noch eine Rechnung offen mit mir. Okay, haben wir noch irgendwas Neues? Eine Galerie voller Opfer? Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Der Rest ist alles schon älter. Okay. Also eine Glühbirne. Wo finden wir die?
Das hatten wir schon. Gut, dann schauen wir doch mal drüben nach jetzt. Eigentlich müsste ich mal... Ne, wartet mal, ich speichere erst mal. Du hast doch gerade erst angemacht hier. Mensch, die geht schnell wieder aus hier, die Kerze. Okay. Erstmal speichern, das ist mir lieber, wenn hier die Alte jetzt überall rumkriecht, dann ist es vielleicht besser, wenn wir das so machen. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespeichert. So, ein neues an. Und dann die Streichhölzer hier mal genommen. Oh, das sind bloß noch vier. Müssen wir ein bisschen haushalten, ansonsten müssen wir erst wieder rüber in die Küche gehen, um neue zu holen. Wow, was? Gut, dass ich gespeichert habe. Die war ja gar nicht zu sehen. Das war ja äußerst freundlich. Warum? Warum machst du das Streichholz an und wieder aus? Was soll das? Junge, was tust du? Ich lad nochmal. Zwei Streichhölzer zu verschwenden ist mir gerade ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Dann lade ich lieber einfach nochmal. So, diesmal auch bitte anbehalten. Dankeschön. Wunderbar. Oh Mann, die steht aber auch mitten in der Tür, Mensch. Okay, wir sehen sie ein bisschen wandern. Ich gehe mal hier lang. Okay. Also sie wandert hier durch den Raum. Das ist natürlich gemein. Juni 1911. Ich habe dir nie gesagt, wie sehr ich dich liebe. Danke für alles. W. Okay. Oh nein, Mensch. Diese Frau. Wie hat die denn jemand geheiratet? Wer will denn so eine Schreckschraube haben? Okay, ich glaube sie zu sehen, aber ich bin mir nicht sicher. Genau dort vor dem Dokument, das da noch liegt. Ich traue mich gar nicht mehr, dahin zu gehen. Naja gut, was soll's. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Schatten von ihrem Gesicht ernährten. William Vespers Tagebuch, Auszug 14. 2. März 32. Ich habe aufgehört zu jagen. Ich gehe jede Nacht in Smoke, nur ihretwegen. Wegen Selina. Sie kam mit ihren Eltern und den weiten Weg aus Norwegen nach Kalifornien, um sich hier niederzulassen. Sie hat dort gesungen. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie eine Affäre mit einem prominenten Produzenten, die in den Medien breitgetreten wurde. Und sie endete in Black Lake. Mehr wusste der Besitzer nicht. Die Leute hier interessiert nur ihre Stimme. Und ich erkenne mich selbst nicht wieder. In meinen Klavierstunden stelle ich mir immer vor, mit ihr zu proben. Ich schaue Luna an und sehe Selinas Haare, wie sie im Scheinwerferlicht des Smokes leuchten. Ich weiß gar nichts über sie und doch bedeutet sie mir alles. Ich teile ihre Trauer. Ich teile ihre Einsamkeit. Ich teile ihren Jazz. Aber wie soll ich ihr von den Dingen erzählen, die für mich selbstverständlich sind? Mir wird klar, wie wenig ich über Frauen weiß. Ah. Oh, die steht hier mehrfach rum. Ich dachte, hier ist bloß eine im Raum, aber das sind ja mehrere von den Schatten. Mann, Mann, Mann. Okay, eine weitere Tür, ein weiterer Raum. Aber erstmal noch hier hinten was zum Erkunden. Auch wenn wir gerade schon wieder belästigt werden. Ah, der Raum ist das. Mist, 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 Mist. Ah, mitten reingerannt. Gut, was soll's. Der Raum ist fies, der Raum ist echt fies. Aber jetzt ist schon mal gut zu wissen, in welchem Raum wir hier eigentlich sind. Das ist also der, den wir im Prinzip vom ganz am Anfang schon betreten konnten. Mann, 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 Mann. Jetzt will sie es aber nochmal wissen, die Schreckschraube, ne? So, ich glaube, nochmal lesen müssen wir es gar nicht. Ich mach's vielleicht trotzdem mal. Ich weiß halt nicht, ob man das nochmal lesen muss dann. Wenn man vorher das verloren hatte. Ne, ich glaube nicht, ne? Das wird, glaube ich, schon automatisch dann als gelesen angezeigt.
Okay. Oh, jetzt haben wir sie aber gerade richtig gesehen hier. Richtig stofflich, Mensch. So, bloß von hier fernhalten. Ich glaube, ich gehe dann erstmal in den Raum hier rein. Sonnensymbol ist eigentlich erstmal ganz beruhigend, denn das Sonnensymbol scheint ja nicht so ihr Ding zu sein. Ach, wir sind wieder beim Kamin. Hier sind wir wieder. Jetzt haben wir hier einen Durchgang. Ah. Okay, das Haus vernetzt sich so nach und nach. Das Ehepaar Vesper. Bei ihnen haben die schlechten Tage eindeutig überwogen. Und sie besteht nur aus Schatten dabei. Okay, wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger sein. Shit, 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 shit. Shit. Lass mich in Sicht. Ich weiß halt auch nicht, was wir jetzt genau suchen. Oh, shit, shit, shit. Ich glaube, wir sind tot. Nein, doch nicht. Okay. Huh. Wir brauchen eine Glühbirne. Stimmt, wir brauchen eine Glühbirne. Die Frage ist, wo bekommen wir eine Glühbirne her? Wir haben auch noch eine offene Schatulle, eine offene Truhe, wo wir einen Schlüssel brauchen. Die Frage ist, wo bekommen wir einen Schlüssel her? Wartet mal, hängt da eine Glühbirne runter? Das muss ich jetzt mal untersuchen. Auch wenn hier die Schreckschraube mehrfach rumsteht. Aber das muss ich jetzt mal untersuchen gehen. Ja, genau dort, wo sie ist. Dankeschön. Nee, Alte, lass mich mal. Ich mag nicht. Okay, sie hat sich also wieder äußerst entzückend platziert. Frage ist, können wir hier irgendwie Licht machen? Nein, ich will eigentlich gar nicht das Buch, sondern das daneben. Geht nicht, okay. Was haben wir hier? Ja, ohne Licht kannst du nichts tun. Das war doch gerade noch an. Du trollst mich. Achso, das hatten wir schon. Okay, hier ist nichts. Wie kommen wir an die Glühbirne ran, ist die Frage. Geh, 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 geh! Mann, 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 Mann. Gibt's einen Lichtschalter, sodass wir die anmachen können? Für diese Zeiger stand die Zeit schon lange still. Wo ist sie denn? Ach, da. Das ist mir doch Rille, wenn die dort ist. Frage ist, wo müssen wir lang? Ich mache mir erstmal die Tür wieder auf hier und gehe wieder hier rüber. Oh Mann, was ich an Streichhölzern verschwende. Hui, hui, hui. Halt, hier war gerade noch was. Ich weiß halt nicht, ob wir mit dem Raum soweit ansonsten schon durch sind. Was ist denn hier noch? Kollege? Achso, das ist bloß zu den Buchstaben, okay. Hmm, schwierig. Ich muss sagen, jetzt hänge ich zum ersten Mal richtig in dem Spiel. Hier drüben steht sie ja auch noch rum. Das hatten wir schon, okay, zu dem Wolf. Zum Mörder sozusagen. Okay, hier hinten waren wir aber noch nicht. Diese Karte des Erdgeschosses sollte hilfreich sein. Oh, eine Karte. Oh, dankeschön. Verloren und überfordert, wie ich war, kam der Lageplan gerade rechtzeitig. Ohne Beschriftung, das ist natürlich schade. Oh, es gibt noch eine Treppe. Es gibt noch eine Treppe. Okay, dort drüben ist die Bibliothek, die erkennt man ganz gut. Wir sind jetzt also in dem Raum ganz oben, links der Treppe, der Raum ist das. Okay. Und der Durchgang ist dort, wo die Schreckschraube rumsteht und wo die Glühbirne hängt. Das müssen wir irgendwie ankriegen, um dann dort durchgehen zu können. Ansonsten die anderen Räume hatten wir jetzt schon soweit. Ja, eigentlich fehlt bloß noch hinten der Durchgang zur Treppe. Wir müssen also irgendwoher eine Glühbirne finden. Ansonsten geht's nicht weiter für uns. Das ist natürlich ärgerlich. Die Skizzen nackter Körper waren mit nervöser Hand gezeichnet, wie in Eile. Oder in Ekstase vielleicht auch. Ausreichend, um neugierige Blicke abzuhalten. So, hier hinten steht sie ja irgendwo, da muss ich ein bisschen aufpassen.
Kannst du das Dokument noch anschauen, ohne dass sie ankommt? Nein. Natürlich nicht. Okay, wo kriegen wir eine Glühbirne her? Ich weiß es nicht. Können wir uns denn hier eine nehmen vielleicht? Können wir nicht die hier rausschrauben? Nee, schade. Wir können sie nicht rausschrauben. Aber was wir mal machen können, ist vielleicht irgendwie... Nee, geht nicht. Schade. Ich hatte gedacht, dass wir vielleicht irgendwie auf dem Boden mit ein bisschen leuchten können, um mir den Weg ein bisschen zu erhellen. Naja, dann halt nicht. Oh Mann. Das kennen wir schon. Achso, wir sind noch in der Bibliothek. Ich wollte ja gar nicht in der Bibliothek sein. Ich wollte ja eigentlich raus hier. Haben wir hier noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe, wo wir noch weitermachen können? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich wüsste nicht was. Was ist das hier eigentlich auf dem Tisch? Eine beruhigende Aura umgab diese Mondgöttin-Statue, okay? Die kleine Statue einer Mondgöttin, die im Salon stand, hatte eine tröstende Wirkung. Okay, das ist gleich mit ganz am Anfang hier. Haben wir mal eins der Löcher geschlossen, das ist ja auch ganz schön. So, die Frage ist, wo kriegen wir eine Glühbirne her? Ich habe nicht die geringste Ahnung, um ehrlich zu sein. So, wenn wir jetzt hier reingehen, kommen wir im Prinzip wieder drüben raus in dem anderen Raum. Ach ja, hier war ja zu, stimmt. Hier hat die Schrägschraube ja zugeschlossen. Oh Mann. Oh man, alles finster. Okay, wir gehen mal hier lang. Rennt sie hier auch rum? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja nicht, oder? So, ich gehe aber nochmal hier hinter, um mir ein bisschen was an Streichhölzern abzugreifen. So, damit wir ausgestattet sind. Oh shit, schnell wieder zurück. Ah, das finde ich doch nicht mehr so. Oh ja, da ist sie. Sie ist doch noch hier. Kann ich eigentlich nochmal das Grammophon anwerfen? Die Scheibe dreht sich, als würde sie gegen ein unsichtbares Hindernis stoßen. Okay, sie blockiert sie jetzt also. Miststück. Der vollgekritzelte Globus bringt uns auch nichts, ne? Okay, ich würde sagen, an der Stelle mache ich dann mal eine Aufnahmepause, beziehungsweise beende die Aufnahme und wir schauen dann einfach beim nächsten Mal weiter, was wir machen können. Oder ich probiere mal ein bisschen rum und sobald ich irgendwas gefunden habe, was uns weiterhelfen könnte, schauen wir es uns beim nächsten Mal in der Aufnahme wieder an. Ne, hier geht ja auch nichts. Nee. Okay, machen wir das so. Also, ich finde so vom ersten Eindruck her gefällt mir das Spiel richtig gut. Man muss echt aufpassen mit der Schrägschraube, dass sie einen nicht erwischt, aber... Ja, ist ja auch richtig so. Gut, also wir machen beim nächsten Mal weiter und schauen mal, ob es dann noch ein bisschen heftiger mit ihr wird. Bisher war sie ja noch relativ statisch in den meisten Räumen und nur der eine war schon ein bisschen haarig. Aber ich könnte mir vorstellen, sie packt da noch ein bisschen mehr aus. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein!